Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Meine letzte Freitagaufnahme in der Weekend League, die wahrscheinlich die schlechteste wird, die wir bisher hatten. Und das liegt vor allem an meinem Controller, der Geist aufgeben will. Und ich gehe davon aus, jetzt diese zwei Spiele auch noch zu verlieren, aber die spiele ich im Endeffekt auch nur, damit ich halt weniger Spiele am Samstag machen muss, die ich wahrscheinlich auch alle verlieren werde. Nee, Quatsch, ein paar werde ich schon noch gewinnen, denke ich. Also ich denke mal, ich hoffe mal, Gold 1, Gold 3 schaffe ich noch, dass ich wenigstens 11 Siege schaffe. Und ich automatisch qualifiziert bin für die nächste Woche, aber ja, so kann es kommen, so kann es kommen. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt groß noch erzählen soll. Ich habe eigentlich gar keine richtige Lust zu spielen und alles, aber naja. Egal, ich mache das schon irgendwie. Versuche mich trotzdem zu konzentrieren. Ich wäre einfach, wenn irgendwelche Fehlpässe passieren, wenn irgendwelche Scheiße passiert, ich versuche es gar nicht erst zu kommentieren, wozu. Und wir verlieren ja jedes Spiel irgendwie und trotzdem bekommen wir mega krasse Gegner, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wie gut er spielt. Kann natürlich sein, er spielt total scheiße, aber er hat erstmal ein extrem krasses Team. Letztes Mal, als wir gegen den 90er Cavani gespielt haben, habe ich aber gewonnen. Das weiß ich noch. Hat der Gegner auch so ein krasses Team gehabt? Ich sollte gleich mal mein Headset aufsetzen für Ton. So. Also wie gesagt, ich werde jetzt. Ach, jetzt dreht er wieder durch, der Controller mit seinem Wackelkontakt. Ich hoffe mal, er rafft sich jetzt gleich wieder. Ich werde jetzt einfach, ja, den ganzen Mist, der passiert, nicht kommentieren. Da habe ich keinen Bock drauf gerade. Ja, versuche mich irgendwie aufs Spiel zu konzentrieren, dass ich vielleicht dann doch mal wieder was gewinne. Gut gespielt. Aber es heißt ja nichts. Ich meine, ich führe ja und führe dann trotzdem. Da war sogar mit der Sohle noch dran, der Torhüter, Donnarumma. Hab einfach nur auf Passen gedrückt und sonst nichts und er rennt halt zum Ball und naja. Passt halt nicht, sondern reißt jemanden um. Okay, nicht in der Mitte stehen bleiben, weil die Gegner irgendwie nicht in die Mitte schießen. Das war ein krasser Pass. War kein Foul, aber gut. Das war dann wieder eins. Schöner Pass.
kratzt irgendwie in meinem Hals. Wollte ich nicht hinpassen, aber ist ja egal. Schusstäuschungen scheinen auch einfach nicht mehr zu funktionieren. Gegner ist aber so oft so gut durchgekommen, dieses 2-1 heißt nix, gar nichts. Schön, dass Philipp Andersen mal wieder ein Tor macht. Merkwürdig, dass er da einfach weiterläuft. Oh, krass. Hat er die Abseitsfalle gestellt? Nice Lackertor. Nice Lagertor. Nice Lagertor. Abseits, sehr gut. Wir kommen natürlich den Spieler wieder nicht oder das wechselt kurz vorher. Achso, ich wollte da nicht mehr drüber reden, was für eine Scheiße passiert, egal.
der Gegner hat so viel mehr geschossen als ich. Oh Gott. Ja, ich spiele auch scheiße, ich weiß. Ich glaube, ich werde auch einfach nach dem Spiel abbrechen und nicht noch eine zweite Spiel machen an der Aufnahme. Das ist scheiß drauf, wie viele Spiele ich morgen machen muss. Oh. Nein, da wollte ich nicht hinspielen. Schön. Hätte ich vielleicht normal schießen sollen, aber ist ja egal. Ich spiele eigentlich ziemlich schlechter Gegner, aber ich spiele noch viel schlechter deswegen. Oh, wieder Alu. Wie oft muss ich denn noch Alu treffen? Ich habe Alessandrini immer noch nicht die Fitnesskarte gegeben. Wir haben noch das 4-3 in gewinnendes Spiel im Bums aus Nikolaus. Schöne Kombination.
Weiß ich nicht, warum Icardi den nicht macht. Oh, so ein paar beschissene Verteidiger. Wieso lassen denn die alle komplett blank, ihr Vollidioten? Fuck! Komplett blank gelassen. Was für ein paar bescheuerte Verteidiger. So beschissen dumm. Fuck. Was war's? Wir lernen also auch das Spiel, war nicht anders zu erwarten. Aber Haupt... Alu, was sonst? Alu, Alu, Alu und natürlich auch diese Riesenchance von Icardi, die er nicht macht. Ey, das könnte kotzen. Klar spiele ich gerade beschissen, aber es kommt auch so viel Pech dazu. Fuck you. Ich mache jetzt dieses zweite Spiel einfach noch, weil ich gerade so angekotzt bin, dass ich einfach noch ein Spiel brauche, um noch mehr angekotzt zu sein. Ja, wir haben besten Mann, das ist schon klar, ist mir egal. Wir verlieren einfach jetzt jedes Spiel. Komm, so macht es am meisten Spaß. Irgendwann müssen hier auch mal schwache Gegner kommen. Das ist aber jetzt definitiv das letzte Spiel. Die restlichen Spiele mache ich am Samstag. Oh. So beschissen viel Glück der Gegner. Unglaublich. Und wie gesagt, ich weiß, dass ich schlecht spiele. Trotzdem. Ich wäre immer noch besser als der Gegner gewesen. Aber warum kratzt das denn so im Hals? Fuck. Läuft richtig geil. Bin ja mal gespannt, wann jetzt schwache Gegner kommen. Nice luck. Und schon wieder. Komm, jetzt muss eigentlich schon das erste Tor für den Gegner fallen. Natürlich legt er sich den Ball wieder zu sehr vor beim Sprint. Hätten also nicht im Sprint annehmen dürfen. Muss halt eigentlich das 1-0 sein. Oder zumindest muss es zum Schuss kommen. Nice luck.
War eindeutig Ball gespielt. Oh, Halsmaul. So bescheuert. Absolut verdient hat er den Alten. So klar Ball gespielt. Aber wie gesagt, ähnliche Situation bekommt Goretzka beim letzten Mal rot. Können wir ja froh sein, dass wir die noch rot bekommen haben. Och, jetzt. Okay, da ist drinne. Ich hätte aber trotzdem eigentlich nochmal auf Gnabry spielen müssen. Krass, dass das Ding reinging. So, ich will jetzt das Spiel jetzt gewinnen als letztes. Komm, scheißegal, wie es läuft. Ich gewinne jetzt einfach das Spiel und dann ist gut für heute. Dann haben wir schön 5 Siege aus, weiß ich nicht, 12 Spielen oder so. Greil, greil, greil. Hat sich jetzt aufgehangen, weil da stand gerade das Spiel Fortsetzung 3-2-1 und dann ging es nicht weiter. Ach nee. Ich glaube, es hat sich aufgehangen. Also zumindest passiert das nichts mehr, glaube ich. Wir führen 1-0. Ich will jetzt das Spiel. Das würde so passen, oder? Ich verliere alle Spiele, ich führe, bin der bessere Spieler und jetzt verliere ich das Spiel, weil es nicht weitergeht und es sich aufgehangen hat. Und ich es irgendwann abbrechen muss und es als Niederlage gewertet wird. Wetten? Wetten? Wir warten mal eine Minute, da muss ja irgendwann mal die Zeit um sein. Vielleicht geht's dann weiter. Kratzt immer noch im Hals. Was ist denn das? Fühlt sich aber nicht an wie Husten, krank oder so. Ich schau mal auf mein Handy in der Zwischenzeit. Ja, es wird so sein, dass es abgebrochen ist. Also, das war. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht hat der Gegner diesen No-Loss-Glitch probiert und ich habe im falschen Moment auf Weiter gedrückt, wodurch das dann irgendwie nicht funktioniert oder das Spiel halt einfriert. Ich habe keine Ahnung. Es geht nicht weiter. Es wird wahrscheinlich auch nie weitergehen. Ich werde das Spiel abbrechen müssen. Das ist wirklich die allergeilste Weekend League, die ich bis jetzt gespielt habe. Und ich meine damit in jedem FIFA. Ich breche dann irgendwann die Aufnahme ab, logischerweise. Oh, fuck, was mache ich denn jetzt? Lasse ich den Computer einfach noch ein bisschen an, aber ich glaube, ach nee, ich kann ja nichts anderes machen, weil sobald ich auf den Desktop gehe, sobald ich ins Netz gehe, dann lasse ich es einfach mal im Hintergrund laufen, das Spiel, aber sobald ich auf den Desktop gehe, zählt das ja als Spiel abgebrochen. Das ist mal ein genialer Bug auf jeden Fall. Ich verliere also auch das Spiel. Wir haben 4 Siege, wir brauchen noch 7 Siege aus, ich glaube, 13 Spielen oder so, um wenigstens Gold 3 zu werden. Glückwunsch. Und ich glaube, wir können jetzt schon nicht mehr Elite 3 werden. Das ist auch geil. Also ich habe jetzt schon so lange gewartet, es geht auch nicht weiter, er macht einfach nichts. Oh, fick dich, ey. So eine Scheiße! Das ist Slapstick, das kann man gar niemandem erzählen. Der Controller, also oh, was hier alles zusammenkommt. Geh weiter, verdammt! Ich breche es jetzt ab, macht's gut.